wunderschönen guten Abend. Ich freue mich unglaublich, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen zum 20. Netzpolitischen Abend. Ich bin extrem erfreut, dass mir diese Ehre zuteil wurde, so eine Jubiläumsausgabe moderieren zu dürfen. Ganz kurz zu mir, ich bin Hanna Prichotzka, ich bin beim Epicenter Works und studiere Medienwissenschaft und mache jetzt hier was mit Medien. Ganz kurze technische Ansagen. Es wird wie immer gestreamt, das heißt, wenn jemand nicht möchte, dass er oder sie auf dem Stream erscheint, am besten nicht hier ins Bild laufen. Wenn man da vorne durchgeht zur Toilette oder zu den Getränken, ist man nicht im Bild. Hier vorne kommt man dann ins Bild. Es gibt einen Livestream und man kann den dann auf der Webseite abrufen. Wir möchten uns bedanken beim MetaLab, dass wir das hier machen dürfen. Bei Radio Froh aus Linz, bei der Radiofabrik aus Salzburg und bei Radio Orange. Bitte, wenn Fragen gestellt werden, immer aufs Mikro warten, sonst hört man die im Stream nachher nicht. Wir haben heute drei Rednerinnen und am Ende gibt es die typischen Lightning Talks und ihr könnt euch auf dem Flipchart dort eintragen, falls ihr etwas ankündigen oder sagen wollt. Das ist dann ganz am Ende. Und ja, ich glaube, von den technischen Sachen war es das. Vielleicht noch die Handys auf lautlos stellen, das wäre angenehm. Natürlich nicht ausschalten, wer macht das heutzutage schon. aber vielleicht lautlos, das wäre sehr angenehm. Genau,